Herzlich willkommen zurück zum Endkampf. Schloss Dämonia. Leutnants, oh Gott, vier Stück. Ihr seid die Macht unserer Armee. Ihr füllt die Herzen zur Feinde mit Angst. Eure Kraft und Grausamkeit haben euch einen furchteinflößenden Namen eingetragen. Die vier apokalyptischen Reiter. Ihr habt doch gar keine Pferde. Hm? Nein, das ist nichts. Ja, es funktioniert nicht mehr. Was meint ihr, das ist nichts? Wir haben die Pferde verloren. Hm? Sind sie tot? Nein, nein, wir haben sie tatsächlich verloren. Damit meine ich wirklich verloren. In einem Moment waren sie noch da und im nächsten Moment wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht haben wir sie anderswo gelassen. Jedenfalls sollte man uns jetzt wohl eher die vier apokalyptischen Infanteristen nennen. Wow, hört sich irgendwie nicht so toll an. Allerdings klingt das nicht annähernd so furchterregend. Ja, genau. Einmal mit Profis arbeiten. Mein Herr, alles in Ordnung? Macht euch bereit. Um uns den Sieg zu sichern, entfessel ich die Mächte der Finsternis selbst. Hört sich großartig an, mein Herr. Womit habe ich das nur verdient? Sag doch einmal mit Profis arbeiten. Endlich haben wir Schloss Dämonia erreicht. Es hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bete, dass es Überlebende gibt. Sputen wir uns. Habt Dank, dass ihr euch in diesem Krieg so wendig wie standhaft erwiesen habt. Ich hätte die Truppen wohl kaum mit solcher Führungskraft befehligen können. Habt meinen aufrichtigen Dank. Okay, gibt's hier noch irgendwo eine Kleinigkeit? Kann ich mir irgendwas mitnehmen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weiß, ich will bloß hinauszögern. So. Hä? Moment mal. Moment. Eine Kiste. Mana. Wohl eigentlich. Wärt ihr mir böse, wenn ich ganz kurz... Ich muss ganz kurz, sorry. Ich werde ganz kurz Velvet aufpimpen. Was mich schon die ganze Zeit interessiert, was dieses Doppeleis macht. Und jetzt habe ich schon wieder Mana gefunden. Es schreit eigentlich gerade danach, dass ich es machen muss. Hier lang. Es dauert nicht lang. Es dauert nicht lang. Es ist wirklich ein Katzensprung fast. Spukwald. Ich muss bloß jetzt Lager der Dämonen. Zum Magelliten. Ich kenne auch den anderen Magelliten. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem, wenn ich den anderen Magelliten drüben auf der Insel genommen hätte, ob ich dann richtig zurückgekommen, also ob ich dann hätte zurückfahren können mit dem Schiff. Da war ich mir unsicher. Aber hier funktioniert es auf jeden Fall. Ach nein, der ist ja kaputt. Den kann ich ja gar nicht benutzen. Ach, das habe ich letztens ja schon festgestellt. Nein. Okay, sorry, fail. Gut, die Folge wird heute einfach länger. Ich werde auf jeden Fall den Kampf gegen ein Schloss Dämonien hier mit aufnehmen. Also das kommt auf jeden Fall komplett drauf. Egal, wie lange es dauern wird. Okay, außer ich bin jetzt wahrscheinlich eine Stunde unterwegs. Das bezweifle ich jetzt aber. Ah, gut. Dann Spukwald. Gab es mal Magelliten bei der Lichtung? Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, dann gehen wir halt da oben nochmal hin. Tut mir leid, sorry. Ich habe gefailt. So. Ruine der Magie. Dann kann ich das abbrechen? Nein, kann ich nicht. Mal kurz in die Gegenwart. Dann kurz in die Zukunft. War ich im zukünftigen Dämonia eigentlich schon? Nee, oder? Ah, doch, war ich schon, aber ich konnte es mir nicht anschauen. Shit, komme ich denn hier jetzt rein? Ja, das ist es eben. Wo ist hier die Anlegestelle?
Hier wäre sie eigentlich. Ich würde mich doch verkohlen, oder? Kann ich hier irgendwie. Puh. Ich würde jetzt echt gern für den letzten Kampf hätte ich gern Velvets zweite Power. Ach, das ist doch kacke. Hallo, könnte ich bitte? Danke. Ach, das ist doch scheiße. Dann komme ich nur. Nochmal zurück. Sorry, ich will es jetzt wirklich, ich will es unbedingt haben jetzt gerade. Ich müsste. Wo müsste ich denn. Welchen Magelliden müsste ich denn nehmen? Den auf der Pirateninsel, oder? Der existiert in dem. Existiert der hier schon in der Vergangenheit? Gott, der existiert in der Vergangenheit. Ich weiß es nicht mehr. Mienbrücke. Sera. Mensch, kann ich überhaupt losfahren von hier aus gesehen? Doch, hier ist mein Schiff. Wollt ihr ein Ziel setzen? Ja. Dann hierher, die verfluchte Insel. Dann war hier Roberts. Ging es zum Mageliten. Der ist noch da. Ah, Gott. So, hier habe ich Velvet aufgelesen. So, jetzt bin ich in der richtigen Zeit. Dann, huch, nee, doch, hier bin ich richtig. Ich will Segel setzen, ja. Dann hier rüber. Den Hafen lasse ich jetzt mal, dann will ich hier hoch. Gehe ich zu Bibis Beauty Palace. So. Ach, was für ein netter junger Mann, ja doch sei. Was kann ich für dich tun? Einen Verbündeten wecken. Ja. Mana, Mana, bla, bla, bla. Ja. Mana, 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 Mana. Ich habe drei inzwischen schon. Entzückend. Velvet kriegt die Erweckung. Ja. Aufwertung von Kräften, weil jetzt Kraft hat dann Stufe 2 erreicht. Was kann ich für euch tun? Zuckerschnäuzchen. Habe ich noch einen Trank eigentlich, den ich noch nicht habe? Mal kurz schauen. Ich habe den roten und den grünen Trank. Also nein, das ist nichts zu tun. Wohl, weißt du, mich ganz kurz noch was interessieren? Ich habe doch immer noch Mana. Was passiert denn? Ach, alle Freunde sind schon wach. Oh, okay. Dann nicht. Tschüss. Gut, alle Freunde sind jetzt wach. Das heißt, jetzt wieder zurück. Ja, tut mir leid. Huch. Ich muss hier durch, ich habe Termine in der Vergangenheit. Ja, genau. So muss das. Segel setzen. Zu der Insel. Hier. So. Immer dieser Zeitdruck. In verschiedenen Zeiten vor allem auch. So. Wenigstens gibt es den Magalit in jeder Zeit. So, jetzt bin ich in der richtigen Zeit zurück. Jetzt muss ich nur noch an den richtigen Ort. Segel setzen, jo. So. Nein, Mienbrücke interessiert mich nicht. Oh, ich hab's gleich geschafft, So. Ausschiffen, Außenposten, Überraschungsangriff. Huch.
Der Kawaii. Ach, das war die Brücke. Hinterhalt. Nopes. Hexenmeister und Schloss Dämonia. So, auf geht's. Auf in die Schlacht. Spieler am Zug. Jetzt mal kurz einen Überblick verschaffen. Es geht hier vor den Massen von Gegnern. Die sind dann wahrscheinlich ziemlich heftig. Und hier sind einfach nur ganz normale Leutnants. Okay. Aber davon 4 in der Zahl. Echt nicht mehr? Gut, momentan beschwere ich mich, aber mal schauen, wie es heftig es wirklich wird. Die zwei stören mich halt und der Markus selbst kämpft mit. Oh, shit. Okay, gut, ich vergiss es. Das wird doch ziemlich heftig. Also spätestens hier bei den 5, da wird es heftig. Gut, aber momentan kann ich noch einfach vorgehen. Vielleicht nicht ganz so vorstürmen. Stürmen ja, aber nicht so extrem. Wobei man fast sagen würde, ich konzentriere mich zuerst auf eine Seite. Moment. Warten. Warten. Frage ist, ich muss eigentlich es so machen, dass mir die Magier in meine Fernkämpfer reinrennen. Und sie damit dann auseinandernehmen. Sonst habe ich damit keine Chance. So, Machos noch. So. Was zur Hölle? Kiss Ifrit Saipok. Was zur Hölle? Ah, ich beschwöre höllische Flammen. Wahrscheinlich an diesem Ort? Das ist die Frage, in welchem Radius. Ich gehe mal nicht nach links. So, ich stelle mich mal hier hin. Schützend. Weiter stürmen. Angriff, Ritter. Moment. Da, der ist nicht mehr in Reichweite, auch Gott sei Dank. Moment, ist der... nein, scheiße. Wir haben einen Fehler gemacht. Menos ist da drin. Stürmen. Oh, fuck. Menos ist da drin. Ich habe nicht aufgepasst. Oh shit, das kann schon der erste wichtige Fehler sein. Ich traue dem da drüben nicht so ganz. Ich traue mich jetzt schon fast gar nicht mehr an Minus ran. Ich glaube, du kannst hier warten. Okay, es ist ein 3x3 Feld, okay. Gut zu wissen. Ah, besiegt die eigenen Leute. Das ist schon fast wieder geil. Fu. Ich habe gerade ein bisschen Panik. Der muss weg. Unter jedem Umstand muss der weg. Warten. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der ziemlich weit weg. Gut. Moment. Kann ich? Ja, beschützt den Bogenschützen nicht. Sehr gut, sehr, sehr intelligent. Oh, 101. Das Ding ist geil. So, dann heilst du Menos, weil der hat's nötig. Jetzt muss ich mich gleich auf die Offensive von rechts vorbereiten.
Moment, Moment, nur kurz gucken. Ich lasse jetzt hier Mist bauen. Bis zu dem Feld kann ich vor... Warte, ich gehe aber bloß bis zu dem hier. Warten. Ich will irgendwie nicht so auf einem Haufen stehen. Ich habe irgendwie... Diamantenstaub. Ja, will nicht so auf dem Haufen stehen, sagt er. Und alle gehen auf einen Haufen. So. Wohin? Kissi Friedzeitburg. Da, okay, da müssen Kahn und der Paladin weg. Ich beschwöre höllische Flammen. Ich weiß, falsche Stimme, aber ist mir gerade wurscht. Mal kurz gucken. Ist hier... Hier ist ein Katapult, das... ihn angreifen würde. Warte mal, das gibt es. Warte mal, genug, um sicher zu sein. Doch, da bin ich sicher mit meinem Ritter. Dann fahre ich den einfach hierher. Warten. Oh, Moment, kann ich ihn? Nein. Ich kurz überlegen bin, ob ich den challenge. Ich kann hierher mit dem Katapult fahren. Das ist eigentlich ganz gut. Die bringe ich mal kurz in Sicherheit. Warten. Ich kann eigentlich hier vor Angriff auf ihn. Dann kann ich hier vor Angriff. Shit. Da kannst du sogar bis hier vor schützen. Gut, dann weiß ich schon mal, wo ich mich überall hinstellen kann. Angriff auf den Bogen schützen. Was mich gerade interessiert, Diamantstaub ist einfach bloß größerer Bereich. Okay, da das ist weit weg ist, zieht es natürlich kaum was ab. Warten. Heilen? Oh ja, sollte ich vielleicht. So. Ja, ja, ist gut. Fackel du mal hier so ein bisschen rum. Angriff auf ihn. So, jetzt will ich ein bisschen was machen. So, super Schlitzer. Feuch. So. Weg mit dem. Ich weiß, jetzt steht er außerhalb, aber es interessiert mich gerade nicht. Das Katapult ist ja sowieso noch da hinten. Superhieb. Zwei weg. Müsste ich dich eigentlich fast... besiegen können? So, genau. Gut, dann ist die rechte Seite teilweise frei. Lass mal kurz abchecken. Schützt das Katapulti noch? Nein. Sehr intelligent von den Gegnern. Los, Pferdchen. Bin schon fast froh, dass ich mir den Ritter geholt habe. Gut, dann können wir hier links rum gleich meine Katapulten weiterziehen. Und dich gibt es das Unterstützung. Warte mal. Ah ne, klar, wenn du, wenn du an den Ritter nicht rankommst, kommst du an die Bahn unten auch nicht ran. Stürmen. Du könntest eigentlich mit denen mitgehen. Warten. Greifen die von zwei Seiten an. Kisi Fritz Cyborg. Das Katapultmuster weg. Ich beschwöre höllische Flammen. Jetzt bin ich gerade zum Überlegen, wie weit. Du hast noch selber einen Angriffsradius, okay. Och, das wäre es jetzt gewesen. Beschützt du das Katapult? Nein, eigentlich nicht. Wann war es das mit dem Katapult? Ich
Warte, du. Oh Gott, ich kann. Du kommst du gar nicht weit. Okay. Auf der Brücke kann ich mich beliebig frei bewegen. Sehr schön. So. Halt, stopp, stopp, stopp. Was ist das Katapult? Das ist erst da hinten. Okay, obwohl, ich kann ja sowieso mit ihm vorgehen, wie ich will. Ich mache einfach auf Schützen. Dann gibt es hier nochmal Stürmen. Dann wird hier nochmal gestürmt. Dann wird hier nochmal gestürmt. Bogenschützen. 1 und 2. So wie der Palla. Okay. Hat 50 Leben, 30 Verteidigung. Das ist mir schon fast zu risky. Moment, das ist aber nicht in Reichweite gut. Nein, das ist nicht. Ziehen wir uns mal hier ein bisschen zurück. Pallas Grazonenreichweite, obwohl ich den fast allein rumschicken lassen kann. Aber so ein bisschen rumrennen. Obwohl, ich schicke dich mal komplett zurück. Warten. Ich muss kurz schauen, nicht, dass ich von hier auch was zu sehen. Nein, der kommt ja gar nicht ran an mich. Also hier die Grenze, da ist die Grenze gerade. Also ich stehe gerade sehr auf der Grenze. Wir haben hier ein Schutzgebiet. Ah, fu. Ich dachte, ich komme vielleicht daran. Weiter stürmen. Wie weit kommst du? Okay. Kann ich bis hier nachrücken? Warten. Kissiv. Ja. Natürlich da. Okay. Ich beschwöre röllische Flammen. Bla. Ob es geskriptet ist, ob die immer an der gleichen Stelle kommen? So, dann. Du kannst auf jeden Fall ihn jetzt besiegen. Einmal. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt sind die beiden in. Hier drin. Oder? Jetzt seid ihr beide draußen, genau. Halt, Moment mal. Nicht, dass der jetzt. Oh Gott, ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass der vielleicht an meinen Katapult rankommt. Das wäre jetzt scheiße. Wie schaut es in die Richtung aus? Das interessiert ihn herzlich wenig. Dann schauen wir hier nochmal ein Schutzfeld. Stürmen. 1. Warten. 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 Kann ich irgendwen heilen? Ihn könnte ich heilen. Komm, machen wir es mal. Hä? Nein, der war... Das war ein Fehler. Shit, den muss ich jetzt machen. Shit. Ich habe ihn aus Versehen in die Reichweite gestellt. Das, oh, scheiße. Das war ein Fehler. Das, da habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Das war ein richtig heftiger Fehler sogar. Hä, was macht der überhaupt? Gut, und er meint, dass er da stehen muss. Schützen.
Heilen. Das war ein richtig heftiger Fehler. Stürmen. Warten. Warten. So, der weg. Ja. Nein! Puh, ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass Karnes allein schafft, aber jetzt muss ich den, jetzt opfere ich dafür Machos. Nein, unmöglich! Ich kann nicht verlieren, nicht jetzt. Ach so, es hat gereicht, ihn zu töten. Ach so. Oh Gott, sehr gut, dann hat's doch gepasst. Oh. Ihr steckt in der Falle wie eine Ratte, die nach korsischem Käse stinkt? Okay. Glaubt ja nicht, dass ihr mich in eurem obskuren Anspielung auf Käse verwirren könnt. Die Käseanspielung. Sorry, wir haben übrigens vorhin vergessen. Zauberer, Mademäntel, die Käseanspielung sind alles eigentlich so kleine Anspielungen auf Magicka. Genau, schnell. Er darf uns nicht entwischen. Beeilen wir uns, sonst wird sein Vorsprung zu groß. Ihm nach. Los, Beeilung. Na dann, nichts wie los. Nichts wie los. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.